wir Reyes. Captain auf der Brücke. Sir, Admiral Reyes ist in der Leitung. Rainman verschwendet keine Zeit. Auf den Schirm. Brücke versiegelt. Captain Reyes, tut verdammt. Gut, Sie wieder auf der Brücke zu haben, Sir. Zunächst einmal, ich habe eine geheime Einsatzbesprechung für Sie. Wir sprechen in Ihrem Büro weiter. Ja, Sir. Komm, leiten Sie den Admiral ins Einsatzbüro des Captains um. Okay, verbinde jetzt. Was gibt es, Admiral? Es gibt Neuigkeiten zum Saboteur der Artis-Geschütze. Unser Team hat eine forensische Bewertung der als RIA bekannten SDF-Quelle abgeschlossen. Beim Gefangenen wurde ein implantiertes Gerät entdeckt. Ein Transponder. Er sendet jetzt gerade. Welche Meldung sendet er? Wir arbeiten noch dran. Bis dahin hat Lieutenant Salter Informationen über alles, um das sie sich kümmern müssen. Der Krieg geht weiter, Captain Reyes. Niederlage ist keine Option. Reyes Ende. Sichere Verbindung wurde getrennt, Sir. Danke, komm. Genauere Berichte sind über dein Terminal verfügbar, Reyes. Oder wir wählen unsere nächste Mission. Die Einsatzkarte wurde für Sie aktualisiert, Commander. Die Tigris startet, Sir. Guten Flug, Farron. Sichere Reise. Ihnen ebenso, Captain Reyes. Es gibt eine neue Stratcom-Mission in der Nähe des Merkurs. Eine weitere Luftkampfmission ist ebenfalls verfügbar. Ich erkläre dir die Lage. Das ist Vesta 3, eine Minenkolonie, die uns alle nötigen Rohstoffe zum Wiederaufbau der Flotte liefert. Die Lieferung heute ist noch am Hafen. Gegen 1800 brach der Kontakt zu Vesta ab. Die Wiederherstellung war bisher nicht möglich. Wie sieht's mit der Sicherheit aus? Mechanisch. Bots bewachen die Einrichtung. Wir sollen herausfinden, was passiert ist, und es dem Admiral melden. Sonderaufklärung. Er gibt uns erstmal was Leichtes. Das weiß ich nicht. Was haben wir? Vesta 3 ist nicht, wo er sein sollte. Orbitaler Pfad weicht vom natürlichen Kurs ab. Hier ist eine Strahlungsspur. Wo führt sie hin? Richtung Sonne, Ma'am. Wie nah? Knapp außerhalb der Operationsgrenze, Captain. Hält die Ausrüstung das aus? Wenn die Höhlenbruchreparaturen halten, kriege ich's hin. Versuchen wir's, Captain. Ihr habt's gehört. Springen wir. Alle Mann, Sprungstation. Kollisionsalarm aktiv. Antrieb in Ordnung. Schiff ist bereit. Alles klar. Und los geht er. Sprung in 3, 2, 1. Status? Hüllenstabilität niedrig. Wir halten. Strahlung nimmt zu. Auf Kurs bleiben. Jetzt kommt der Sprung. Eintritt in 3, 2, 1. UV-Filter, polarisiert das Glas. Roger. Fehlertoleranz 0,01. Guter Sprung. Wo ist der Asteroid, Gator? Wir hatten einen Abfangkurs gesetzt. Vesta 3 müsste...
da sein. Bestätigt. Vesta 3 direkt beim Bug. Geschwindigkeit anpassen. Wir folgen ihm. Spitze geflogen, Gator. Gute Arbeit von allen. Rhodes, Omar soll das Team auf dem Flugdeck versammeln. Gator, Raven bereit machen. Sie haben die Brücke. Salt, du kommst mit mir. Klar doch. Captain Reyes. Wie fühlst du dich, Raider? Was sind die offiziellen Zahlen, Salt? Welche? Der Olympus-Angriff. Wie viele sind gestorben? 16. Du hast Mac gehört. Es ist nicht leicht. An die Arbeit hält. Danke, Chief. Auf Vesta gibt es nur enge Winkel und raues Gelände. Ich habe ein paar von Macs neuen ATATs, um die Lücke zu schließen. Zusätzlicher Schutz ist immer gut. Arbeiterbots helfen beim Asteroidenabbau, könnte nützlich sein. So ist das richtig, Sir. Legen wir los, Raider. Wie kommt ein Asteroid so weit vom Kurs ab? Holen wir uns die Antwort. Okay. Wir sind keine Raketenforscher. Wollen wir den Chief holen? Lieber nicht. Boss! Was ist ein Kampfpilot in einem Regenschauer? Was denn? Trocken. Weise Worte, Lieutenant. Ihr Raven ist in Rampe 2. Der Staff Sergeant und seine Männer warten auf Sie und den Captain. Danke, Boss. Die Tauschkörper schrotten ihre Avionen. Kommen Sie bloß in einem Stück zurück. Wird gemacht, Boss. Das Ding hat in sich. Noch stehe ich, Staff Sergeant. So muss es sein. Und Ethan? Mac macht ihn kampfbereit. Sehr Bastard. Das ist unser Fenster, Raider. Komm rauf. Wir sind genau am Ziel. Lieutenant Salter, grünes Licht. Troop in 3, 2, 1. Erfolgreich. Scan-Reichweite in 30. Überprüfe alle Frequenzen auf Notrufsignale. Verstanden. Funk an. Kein Marine bei dem Tagstern je so nah, das ist sicher. Ei, hören Sie das, Lieutenant? Wir brechen hier einen Rekord. Mund halten, Kash. Das ist ein Befehl. Die Rotation des Asteroiden schwankt. Eine Minute ungefähr. Das ist 100-mal mehr als normal. Sehen wir uns die Tagseite an. Neun
900 Grad in der Sonne. Heilige Scheiße. Bring uns in Deckungshaus. Roger. Wir haben ein Signal. Nein, niemand hätte das überlebt. Das wissen wir nicht. Die Anlage ist Schrott. Zur Basis zurück und Rains Bericht erstatten. Wir sollten einen Landeplatz finden. Das ist nicht ratsam. Staff Sergeant. Sie wählen die Mission, Captain. Nicht andersherum. Wir gehen da runter. Suchen und retten. Aye, Sir. Da vorne ist ein Hangar. Da können wir landen, im Schatten der Sonne. Okay. Roger, Landeanflug. Schubrüstung, los! Die Schubrüstung, Reyes! Wir die Überlebenden kämpfen. Mir nach! Zuhören! Wir dürfen uns unter keinen Umständen verlieren! Zusammenbleiben! Und die Sonne meiden! Verstanden! Finden wir die Zivilisten, tot oder lebendig! Blatt hier! Los, tun! Es muss alles sicher sein! Lass mal! Okay! Okay! Genau hier! Das ist unser Einsatzpunkt! Strom in Alice. Die Generatoren sind sicher hin. Das Licht darf uns nicht treffen. Ja, der nächste Zyklus beginnt jede Sekunde. Wir müssen im Schatten bleiben. Wir haben keine Wahl. Salt hat recht. Die Solarpaneele geben uns die Deckung, die wir brauchen. Das ist unser Fenster. Bereit machen. Jetzt! Los! Konzentriert. Nutzen wir es aus. Könnt ihr das läuten? Sie kochen und behalten keine Last. Der Strom kommt und geht mit dem Licht. Bleiben wir konzentriert. Nutzen wir es aus. Total irre. Hört ihr das, Leute? Ich habe unsere Signalquelle. Den hat's wohl draußen erwischt. Der Kerl ist mal gut durch. Ich sehe ein großes Gebäude. Wir müssen uns für diese Luftschleuse. Die Sonne geht unter. Beeilung. Na los, Corporal. Und los, jetzt! Wird im Notfall ausgelöst. Tja, das hier ist wohl ein Notfall. Machen wir weiter. Nach Ihnen, Captain. Hört ihr das, Leute? Verteilen, mal sehen, was wir finden. Die haben hier fast alles ausgeräumt, was? Sieht so aus. New Captain. Ich hab hier was mit ihrem Namen drauf.
Was ist es? Wir müssen auf uns aufpassen, richtig? Apropos, Ihr Offizier, ist sie, naja, zu haben? Wissen Sie was? Ich glaube schon. Gut zu wissen. Wir müssen auf uns aufpassen. Ganz genau, Captain. Hey, ich hab hier was. Unterwegs. Ist ein Schusswechsel gehabt? Sieht so aus. Das Schwein. Die kamen wohl nicht so gut miteinander aus. Vielleicht hatte Ethan recht. Damit wir sie abtrünnig werden? Ihre Sicherheitsboards haben sie angegriffen. Können sie das überhaupt? Zusammenbleiben. Atemmassen. Sektoren scannen. Von diesem Punkt aus suchen wir nach Überlebenden. Mir nach! Ich bin da, Fieber. Gebe Deckung. Arbeit, Herr Dorn. Unbewaffnet. Warum bewegen die sich so? Da ist Blut an den Wänden. Ein toter Zivilist. Noch einer? Sieht nach Genickbruch aus. Sind Sie verletzt, Lieutenant? Alles gut, Kash. Licht aus. Nachtzyklus. Dann hängen die Drohnen am Stromnetz. Öffnen wir diese Tür, Reyes. Ob noch jemand am Leben ist? Hoffen wir es. Wie finden Sie, Captain? Hab hier Wachbord auf Stellwagen. Komm es an, die sind aktiv! Zentrum sein. Auf Schatten warten! Ja! Linke Seite! Es sind noch viel mehr! Taktik ist zu Ende! In Deckung bleiben!
denken, das waren alle? Wäre zu schön, um wahr zu sein. Warten wir es besser nicht ab. Das ist verrückt. Sicher. Alles sicher. Captain Reyes, sehen Sie mal, das könnten unsere Zivilisten sein. Ja, das sind sie. Und wo sind sie? Na, Landegebiet über den Minen. Du hattest recht, Captain. Salt, zurück zu Raven 1 und für Evakuierung bereit machen. Okay. Ich erstatte der Red einen Lagebrief. Gut. Er gehört. Wir schaffen diese Leute hier raus. Die Mine ist genau vor uns. Geradeaus. Gehen wir. Das war Check! Scharfschütze! Auf dem Steg! 12 Uhr! Thank you.
Geschoss! Im Westen! Lass sie! Feindliche Scharfschütze! Auf dem Steg! Nordseite! Fever, Raider, sind auf Position. Wie ist der Status? Auf und davon. Kontakt mit Retribution gescheitert. Solareruptionen stören das Netz. Wir haben noch nicht bemerkt, dass wir hier sind. Feuerdisziplin warm. Wir wollen keine Unfälle. Ich bin Commander Nick Reyes. Wir werden Sie retten. Oh, Gott sei Dank. Bringen Sie uns hier raus? Ein Transporter wartet für die Evakuierung. Ma'am, was ist hier passiert? Die Kameras haben das erfasst. Ein
das Feuer eröffnet und den Asteroiden aus der Bahn geworfen. Die Olympus war hier, Captain. Unsere Mechs haben uns angegriffen. Das war kein Unfall. Die SDF muss die Programmierung gehackt haben. Gab es noch weitere Überlebende? Wir waren noch mehr, aber die anderen sind weg. Dann gibt es nur noch sie. Der Landeplatz ist da draußen. Geschützt von einem Hitzeschild. Das Material hier ist hochexplosiv. Verstanden. Also los. Wenn Sie den Weg zum Landeplatz freimachen, kommen die Bots hier rein. Wollen Sie hier weg oder nicht? Holen Sie Ihre Leute. Wir werden zum Transporter rennen müssen. Ich bringe Sie zum Schalter, Captain. Aber mehr nicht. Viva! Raider richtet eine Landezone für die Zivilisten ein. Achtung, es wird heiß. Verstanden, ich bin in Position. Okay. Dieser Hebel öffnet die Rollläden. Hoffentlich ist es heiß. Landezone offen, Fieber. Nutze den Schatten. Marines, schützt eure Leute. Feuern sobald bereit. Wehrt sie ab. Wir evakuieren im Nachtzyklus. Ein Uhr. Landezone offen, Fieber. Nutze den Schatten. Du auch, Raider. Marines, schützt eure Leute. Feuern sobald bereit. Wehrt sie ab. Wir evakuieren den Nachtzyklus. Landezone offen, Fieber. Nutze den Schatten. Du auch, Raider. Marines, schützt eure Leute. Feuern sobald bereit. Wehrt sie ab. Wir evakuieren im Nachtzyklus. Feinde, wir haben Besuch. Landezone offen, Fieber. Nutze den Schatten. Du auch, Raider. Marines, schützt eure Leute. Feuern sobald bereit. Wehrt sie ab. Wir evakuieren im Nachtzyklus. Feinde, wir haben Besuch. Thank you.
Haufenfieber. Nutze den Schatten. Du auch, Raider. Marine, schützt eure Leute. Feuern sobald bereit. Wehrt sie ab. Wir evakuieren im Nachtzyklus. Alles, wir haben gesucht. Schockgranate geworfen. Landezone Haufenfieber. Nutze den Schatten. Du auch, Ray. Marine, schützt eure Leute. Feuern sobald bereit. Landezone Haufenfieber. Nutze den Schatten. Du auch, Raider. Marine, schützt eure Leute. Feuern sobald bereit. Wehrt sie ab. Wir evakuieren im Nachtzyklus. Ich schaffe es nicht! Lassen Sie mich hier! Mach ich nicht! Jetzt!
Die Mission bricht hier! Nein, stopp! Sutter, stopp! Das ist ein Befehl! Sergeant! 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 Halt die schon an! Los, umdrehen! Zurück! Sergeant! Er ist doch da unten, Sword! Sofort umdrehen! Er ist tot, Sir! Wir haben ihn zurückgelassen! Sie konnten nichts tun, Captain! Du hattest einen direkten Befehl! Ich bin die Pilotin des Schiffs. Es ist meine Pflicht, uns heil zurückzubringen! Wir heben auf meinen Befehl hinab! Wir hätten erst gar nicht da unten sein sollen! Das entscheide ich! Die Mission geht vor. Omars Worte, nicht meine. Ich bring meine Leute heim, Sword. Wir beide! Captain! Er ging freiwillig. Er musste nicht, Corporal. Zwei Sekunden, Sword. Er hätte nur zwei Sekunden gebraucht. Die zwei Sekunden habe ich zum Abheben gebraucht. Und wenn nichts gewesen wäre? Was soll das heißen? Hättest du mich auch da gelassen? Ich weiß nicht. Doch, tust du. Zögern heißt ein Loch im Schädel, Reyes. Wir beide wissen das. Es ging einfach nur so. Es geht immer auch anders. Nicht immer. Seit wann? Seit du der Captain bist. Rück an, Ray. Legen Sie los, Gator. Uns liegt ein Notfallbericht vor, Captain. Wann sind Sie da? Wir kommen jetzt rein. Sie werden sofort auf der Brücke gebraucht. Roger, wir haben Zivilisten an Bord. Verstanden. Bereiten hier alles vor. Ende. Dieser Tag ist noch nicht zu Ende. Wir sollten den Feind bekämpfen. Und nicht uns gegenseitig. Grünes Licht für alles, was nötig ist. Tut mir leid mit Omar Reyes. Mir auch, Sword.